Schnee ist. Na gut, draußen steht aber eine Wache vor der Tür. So, nie wieder nicht unsichtbar rumlaufen. Oh Gott, was ist hier alles drin? Strafe, 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 Bericht vom Schlachtfeld, dringend, rasche Zunahme von Vermissenmeldungen, dringend. Ballistenwiederkehr. Halt. Ah, fuck. Villain. In the name was? Of Lord Enver Gortash. Ah! I mean, no, I... Warum? Möchten Sie dich jetzt ins Gefängnis stecken? Nein! Sie verprügeln mich. Ach so. Alle. Wieso das? Keine Ahnung. Wir haben nichts gemacht. Das ist jetzt ungut. Also ich glaube, unser guter Ruf ist damit ziemlich am Ende. Ja, aber ich weiß auch nicht, warum sie mich angegriffen haben, wenn ich ehrlich bin. Nee. Warte mal, wann hab ich... Ich hab doch gerade gespeichert, oder? Ja, fertig waren. Hä? Also ich weiß nicht, warum die mich jetzt angegriffen haben. Das verstehe ich halt nicht. Alter, Schnellreise an Orte, wo keine Wachen sind, das ist, ey. Time to press ahead. What's in here? Beweistruhe, ist dann ein Zeug drin. Nö. So, wieder die Quest holen. So, schon mal wieder unsichtbar. Ja, so wie es sich gehört. Warte gerade noch, das kannst du. Porte ich mich hier raus. Hm? Ich habe mich rausgeportet. Okay. Auf dem Strand. Steht zwar eine Wache drüber, aber die sieht einen am Portpunkt nicht. So. Erstmal wieder in den Tresor. Jetzt wird das Spiel langsam zum Stealth-Spiel, wenn wir jetzt Wachen ausweichen müssen. Ich kann ja mal feststellen, ob wir Wachen ausweichen müssen, weil eigentlich ist sie gelb.
Die ist noch nicht mal rot. Ja, aber die labert dich ja an. Also mich hat sie gerade angelabert und dann hat sie... Wir waren ja dafür im Gefängnis. Ja, aber sollen wir vielleicht mal die Leiche im Kampf aus Inventar wegbringen? Also ja, okay. Ja, können wir machen, ja. Meist mal nochmal ein Safe. Also, du weißt doch, Maugrim, zum Thema Stealth-Mission. Der DM entscheidet, dass es eine Stealth-Mission ist. Aber die Party entscheidet, ob jetzt der große rote Panzer im Hintergrund läuft, Mission Impossible oder das Benny Hill Theme. Hast du die Kadaver noch? Ja, ne? Ja. Dann möchtest du dem Gespräch beiwohnen. Ich bin dabei. Ich auch. This carcass to me. Quickly. Die 4 ist gut. Die Frage ist, ob ich bei der 2 automatisch den Krug mit übergebe. Wahrscheinlich. Oder du gibst dir nur die Leiche und er ist wütend, weil der Krug nicht drin ist. Ich nehme einfach mal die 2. So you choose to deceive me. What you have stolen, I will reclaim. I will make your soul suffer for it! Er nimmt automatisch an, dass man ihn beklaut hat. Warte, ist, soll ich F8 drücken? Ja, bitte. Dann müssen wir die 1 nehmen, weil das ist die einzige Option, die diesen scheiß Krug erwähnt. Ich meine, what the fuck, wieso nimmt er einfach an, dass wir ihn beklauen? Ich meine, das ist eine gute Annahme, weil wir würden ihn wahrscheinlich beklauen, aber wieso nimmt er es einfach so an? Wir haben bisher jeden in diesem Spiel beklaut. Eingeschlossen uns gegenseitig. So. Hand his carcass to me. Quickly. This is your preferred course. To change the terms of our arrangement now that you feel you have the upper hand. Was soll das, die Fackel der Revokation? Ich hab keine Ahnung. Aber weil ich weiß, dass ich die anderen beiden verkacken werde. Wie wär's mit der Fackel? Gratitude is a lesson some never learn. You were wise not to make me teach you. And what prize do these spirits wish me to offer? Ah, yes. Take the torch of revocation. Er hat einfach nochmal so einen Stab rausgeholt. Such a menial service. With that, my debt to you is settled. Should you need any further consultations, you will, of course, have to pay for them. Was hast du bekommen? Eine Fackel der Revokation. Ja, ist ein leichter Knüppel mit Necrotic Damage. Nice.
Dass dieses Requisit jedes Exorzisten, der auf sich hält, brennt mit blasser Flamme, welche den Anker unliebsam zu Verbannen der Geister zerstört. Und es, die ist tatsächlich jetzt in meinem Fackelslot. Be quick about it. Oh, nice. Warte mal, heißt das jetzt, wenn ich auf meine Lichtquelle einen ausgehe? Ja, dann rüstet, naja, dann rüstet er die Fackel. Ja, okay, macht ja sowieso. Ja, schade, ich dachte, da, weil der andere Knubbel auch leicht ist, dass ich die dann dual wielde. Ah, nee, der ist gar nicht leicht. Oh, okay. So, und Maokrim war, achso, in dem komischen Laden. Vielleicht überlebe ich es jetzt, ja zu dem Laden zu gehen. Lauf halt an keiner Wache vorbei. Oh, die stehen aber hier so relativ häufig rum, ne? Ich meine eigentlich, cooles Ding, nur schade, dass sie als Waffe unnötig ist für mich. Dahin? Ach, hier. Ja, ich versuche mich da mal wieder reinzuschleichen. Ja, okay. Weiß nicht, ob man hier drin sein darf. Also, ob du jetzt einfach reinlaufen kannst, jetzt wo die Tür offen ist. War ich ja nochmal. Kommt, sorry, auf jeden Fall. Ja, ja. In rotes Gebiet? Nö. Ja. Ich lauf einfach. Ah! Ja. Bist du im Gespräch? Am besten gehst du jetzt. Ja, ich darf. Man darf es nicht da gesehen werden. Er macht das schon. Okay, Kann ich hier so zugucken. Also da hinten war ich schon. Da war so ein komisches Buch über irgendeine Ritterin. Und hier ist Sperrzone. So, erstmal die Nebenkisten öffnen. Und da drüben ist eine. Die Tür hat einen Namen. Ja, oh Gott, die muss ich bestimmt überzeugen. Sie heißt Ramasif. Nö, ne, muss sie nicht. Dann löst doch 100 pro eine Falle aus. Mit Sicherheit. Ja, vor allem, wenn ich hier, wenn hier zwei würfel. Okay, vor den Türen scheinbar. Step carefully. There's a trap. In der Mitte ist bestimmt auch noch eine. Da geht's nach Silberhand. Das ist ein Übergang. Oh. Das links Kasus ist Elminster. Silberhand, Elminster. Kasus. Elminster sagt mir auch was. Ja, das ist doch der Freund von Gale. Silverhand, Kasus. Each door named after a powerful wizard. But what lies behind them? Ja, das werden wir wohl gleich herausfinden. Erstmal entschärfe ich die Fallen. Die ich sehen kann. Ach, Elminster war doch hier Gandalf, oder? Ja, Elminster war Gandalf, meine ich auch, der Freund von Gale. Okay. Oh, dann noch die Tür knacken oder ist sie. Das ist scheiße. Ah! Schloss knacken unmöglich. Da auch? Ja, okay. Dann bleibt hier nur Johnny Silverhand. Watch how you go. There's a trap. Trap. Be cautious. Bannmagie, Verwandlung, Illusion, Hervorrufung.
Okay. Ich bin jetzt mal... Ich hab eine Vermutung. Diese Fuß, darauf, dass ich auf eine Falle springe. Nee, doch nicht. Wäre witzig gewesen. Nee, die... Okay, das Illusion war falsch. Für die einfach nur wieder zurück? Ja. Also ich würde jetzt sagen, Hervorrufung. Ja, probier mal. Dann folge ich dir sonst. Hat auf jeden Fall in einen anderen Raum wiedergeführt. Okay, dann... Ich stehe auf einer Druckplatte. Oh. Ich jetzt dann auch. Es hat mich auf die Druckplatte gespawnt. Warte. Unverwundbarkeit, Weitsicht. Und Wünschen. Be wary. This place is trapped. Kann ich mich hier runter bewegen, ohne dass alles explodiert? Ich glaube, wenn du runter gehst, fangen die Gargelköpfe an zu ballern. Warte, lass mir erst gucken. Diese blöde Situation, man steht auf dem Klick. Okay, das ist falsch gewesen. Weil dann können wir lieber gucken, ob ich da eine richtige Tür finde. Und dann sprintest du einfach zur Tür und hoffst es. Was? Bin ich wieder in dem... Jetzt haben wir noch die linke Tür. Ja, aber ich glaube ehrlich gesagt... Watch how you go. There's a trap. Nee, hinter dir ist ja auch noch einer. Ja. Nee, die war auch falsch. Dann ist es Wünschen. Na, gucken wir mal. Ja, weiß nicht, vielleicht ist es ja auch allgemein der falsche Raum. Möglich. Immer wenn ich hier zu dir komme, höre ich das Klacken von deiner Druckplatte. Ja. Für Elminster. Du stehst hier auch auf. Dir reicht es, wenn ich die Druckplatte entschärfe? Nein. Oh, entschärft. Unlock hereby the path to the Elminster Vault. Nee, wir wollen ja, glaube ich, gar nicht zur Elminster. Jetzt? Ich habe ihn umgelegt. Ach so, jetzt ist die Haupttür im Hauptraum offen. Lauf! Aua! Yo, die Elminster Vault ist offen. Schön immer einzelne Schritte. Da ist das Buch, was du brauchst. Ah, nice. Okay, aber erstmal gucken. Sind hier Fallen? Speichere hier nochmal. Speichern wir überbewertet. Auf jeden Fall, bevor ich das Buch nehme. Du darfst. Okay, aufheben. Kannst du aber wann anders lesen. In der Base oder so. Vor. So, dann Rückkehr. Wir haben auch noch die anderen. Du weißt doch, ich bin gierig. Ich auch. Silberhand, so. Also Hervorrufung war das eine. Illusion war zurück. Aber noch Verwandlung und Bannmagie. Bei wem ist mir jetzt rein? Kasus? Kasus. Oder so? Ach Gott. Kasus ist schwierig. Ich würde sagen, Verwandlung.
Einfach aus dem Grund, weil das Letzte, was er gemacht hat, versucht hat, zu einem Gott zu werden. Ich würde sagen, das ist eine Verwandlung. Nein? Nein. Dann Bannmagie, weil er hervorrufen hat mal gerade. Oh Gott! Naja, okay. Warte mal, hast du irgendwas Schweres? Ich hab immer noch... Okay, er wollte nur das Glas von Thrumbo haben. Thrumbo selber habe ich noch. Kannst du Thrumbo auf die Platte legen? Okay. Easy. Danke fürs gute Partner sein, Thrumbo. Alter, ich sehe das jetzt erst. Was? Das Rätsel ist so kaputt. Beweg mal deine Maus über die Türen und sag mir, was bei Silber anders ist. Die kann man einfach so öffnen. Mhm. Hatte ich das nicht gerade schon gesagt? Hier ist 100 pro wieder so eine Falle. Ja, komm. Scheiße. Also, kommst du mal einen Schritt vor? Trap. Danke. Be cautious. Unlock hereby the path to the Carsus Vault. So. Und dann wieder zurück. Ja gut, was ist denn jetzt zurück? Dämon. Watch how you go. Ja, a trap. Hat geklappt. Ich lass Thrumbo einfach mal hier liegen. Oh ja, da war noch eine Marmorplatte, die ich nie entschärft habe. Die Annalen von Carsus. Schriftrolle entthronen. What the fuck is this? Habe ich jetzt auch als Belohnung bekommen. What the fuck? Zerreiße die Essenz eines Gegners, indem du an Fasern des Gewebes ziehst. Kannst du auch eins vorhaben. Notizen einer gewissen Krone, die nach ihrem Schöpfer benannt ist. War Carsus nicht der mit seinem Krönchen und seinem Gewebe? Wird benutzt, um Magie auf den Arkam-Niveau rückgängig zu machen. Ich glaube, es ist gar nicht verkehrt, dass wir das legendäre Buch haben. Oh, hier ist noch ein Stück Pergament mit einer Warnung. Es ist ein großes Paradox unter unseresgleichen, welche die Kunst des Lernens so schätzen, dass wir uns stets für klüger halten als jene, die vor uns kamen. Wenn Neid das Laster des Künstlers ist, so ist Größenwahn das des Magiers. Ich fürchte zwar, dass meine Warnung auf taube Ohren stößt, doch ich wiederhole sie. Je näher ein Magier der Domäne des Göttlichen kommt, desto näher kommt auch das Vergessen. Ich hielt mich für Mystra ebenbürtig und ersann einen Plan, um mich ihr zu beweisen. Ich entnahm dem Gewebe einen Strang und legte ihn in ein Amulett, mit dessen Erschaffung ich den größten Teil meiner Jahre verbracht habe. Die Reue folgte auf den Fuß. Sofort saß ich in diesem Amulett gefangen und wurde für den größten Teil eines Jahrhunderts zwischen Sammler- und Kuriositätenausstellungen herumgereicht. Erst jetzt, da ich frei bin und kaum stark genug, mein Federkiel zu halten, kann ich diese letzte Warnung als Vermächtnis hinterlassen. Haben wir irgendwelche Amulette gefunden? Nee. Amulett nicht. Ja, ich habe jetzt zwei legendäre Bücher. Die Annalen von Carsus und Letzte List der Roten Ritterin. Oh, es gibt mehr als die Krone. Dachte ich mir. Carsus Insignien. Eine Krone, eine Kugel und ein Zepter. Okay, ich glaube, ich weiß, wo die Kugel ist. Oder? Meint ihr nicht auch, dass wir das wissen? Weiß nicht. Also, die Krone von Carsus, um magisches Wissen anzuziehen und zu absorbieren und um den Träger die Herrschaft über sich selbst zu gewähren, auf dass er eigenständig und vom Gewebe unabhängig bleibt. Ja. Die Kugel von Carsus...
Ein Speicher, eine Batterie, die mystische Macht komprimiert und unaufhörlich aufsaugt, sodass sie regelmäßig abgelassen werden muss, wenn sie zu viel wird. Das Zepter von Kasus, ein Instrument der Projektion, ein Utensil der Bündelung, um unvorstellbar gewaltige Mächte präzise beherrschen zu können. Wisset von diesen Gegenständen, so ihr denn müsst, denn sollte ich keine Unsterblichkeit erlangen, werden sie über meinen Tod hinaus weiter bestehen. Ja, leben. Okay. Ist die Kugel Gail? Ja. Ich vermute stark, dass die Kugel gerade bei Gail drin steckt. Ja. Die Krone wissen wir auch, wo sie unterwegs ist. Ja. Ich hab da irgendwas kontrollieren. Hm. Ja gut, haben wir jetzt offiziell das komische Magier-Leute hier ausgeraubt. Warte, haben wir nicht noch die Silberhand? Ja, das ist ja der meinst du, da geht's noch weiter? Das ist ja nur der Ja? Ja, wir haben doch alle ausprobiert. Ach so. Alle Türen, die da drin sind. Geht's ja eigentlich noch höher? Da oben ist nämlich noch ein Balkon, aber der hat keine Tür. Nee. Okay, wenn ich zurückgehe, werde ich wahrscheinlich von den Wachen gesehen. Machen wir mal so. Und ich porte mich hier raus. Kein Bock, dass sie böse werden. So. Easy as that. Ausgeraubt haben wir sie. Wenn wir mal im Lager sind, wobei haben wir eigentlich schon. Ne, die kurzen Rasten haben wir noch nicht genutzt. Wenn wir im Lager sind, kannst du ja mal dein Buch lesen. Aber jetzt können wir endlich den Rest der Stadt erkunden. Naja. Was denn? Ah! I see. Geh weg! Ich habe jetzt ein bisschen Angst vor den Stahlwächtern. Hä, wieso haben wir immer noch den Questmarker für Nasmystiker? Weil du das Buch lesen sollst. Nee, du sollst dem Trumbus Leichnam liefern. Achso. Aber das. Hä? Das hatten wir doch gemacht und dann hat er mich wieder losgeschickt, weil er das. Glas, er hat mir das Zepter als Belohnung gegeben. Und Frumbo liegt jetzt in dem. So it is. Also wir haben noch Hilfe den Überlebenden der Vettel. Ich meine, ich bin sowieso der Meinung, dass er eher an dem Glas interessiert war als an Frumbo. Das ist richtig. Also wir haben auch noch untersucht die Morde. Können wir zur. Aber ich meine, hier im Viertel haben wir das noch. Wo ist denn das? Rechts unten. Ah, da. Über dem Hafen. Ja. Da, wo wir die Typen in der Gasse zusammengeschlagen haben. Jetzt gehen wir erstmal dahin. Kampfstock kannst du wieder umdrehen. Ja. Ich meine, zur Not müssen wir Schumbo einfach wieder aus dem Vault rausholen. Ja, für dich ist das ja easy, weil unsichtbar kommst du ja echt schnell rein. Ach, hier ist das. Ich warte mal auf euch. Jetzt schon mal die Tür knacken. Okay, ich hab eine Vermutung. Pass auf, meine Vermutung ist, dieser Club der Überlebenden von Vettel-Abenteuer, ne, hier. Das ist eine Falle der zweiten Vettel, um die Leute anzulocken. Haben wir aufgemacht. Was? Ach da.
Räumungsbescheid. Mir reicht's. Schneestürme im Haus. Von den Fenstern rinnt Blut und jetzt kotzt Herr Wimbles Katze auch noch Frösche. Der arme Mann hatte vor Schreck einen Herzinfarkt. Ich weiß, dass ihr es den Vetteln heimzahlen wollt und finde ich ja auch gut, wirklich. Aber ich kann nicht das ganze Viertel in Gefahr bringen, nur weil ihr so dumm wart, einer Vettel ans Bein zu pissen. Behaltet die Miete, ich will, dass ihr morgen verschwindet. Plakate Anti-Vettel-Unterstützungsgruppe. Riesen. Ja, aber wo sind sie denn jetzt hingegangen? Eine gute Frage. Left, left, right. Down the stairs. Können auch nicht so viele gewesen sein. So klein wie es hier ist, sagst du? Ja. Also mit 10, 15 Leuten würde ich hier keine Treffen abhalten wollen. Mal, was sagt denn die Quest? Ja, scheiße, haben wir viele Quests. Begib dich zum Haus des alten, vom alten Galo. Ich habe eine grazlige Notiz gelesen. Ah, links okay. Unterm Bienenstock. Ein Docks. So, jetzt nur die Frage, wie kommen wir in das nächste Viertel? Weil vor dem Haupttor steht ein dicker Wachentyp. Best be on my way. Ich glaube, ich habe weiter nördlich eine Nebentür gesehen. Danke. Wenigstens haben wir irgendwann die Grafikbugs aufgehört. Aber das Gute ist ja, wenn sie uns nochmal ins Gefängnis werfen, ist das nicht ganz so schlimm. Ja, da würde ich jetzt so darüber. Na, hier ist auch ein Eingang. Und kein dicker Wachboy. Hey, das ist eine Katze. Alter, warum ist denn hier ein riesiger Park, ey? Weil wir jetzt nicht mehr in den Slums sind und dann die Stadt auch schön sein darf. Das ist immer noch Unterstadt. Groundskeeper of Bloomdridge Park. Lover of birds, bees and everything in between. Okay. Naja, wir wollten ja runter. Ich hab vergessen, zu wessen Haus wir wollten. Hafen. Ach, am Hafen ist der. Also das schrottige Hafengebäude unten. Ist es das? Ja. Einmal speichern. Da steht auch drei Leute drin. Willst du klopfen? Kann man klopfen? Alter, ist das eine Bruchbude. Dann würde ich sagen, wo gibt es eine andere Tür? Im Briefkasten ist ein Beschlagnahmebescheid. Werter Herr, da sind unsere bisherigen Briefe unbeantwortet geblieben. Sind zwar ein Vertreter der Handwerkergilde gezwungen, eure Immobilie zu betreten und sie zu inspizieren. Dabei wurde festgestellt, dass sie gegen verschiedene Sicherheitsvorschriften der Stadt verstößt. Siehe städtische Verordnung 38a bis 39c für eine vollständige Liste. Bis ihr Maßnahmen ergriffen habt, um die Mängel zu beheben, wird die als Haus vom alten Galo bekannte Immobilie gemäß städtischer Verordnung 42a mit sofortiger Wirkung für unbewohnbar erklärt. Solltet ihr gegen diese Entscheidung Widerspruch einlegen wollen, wendet euch bitte an euren örtlichen Vertreter der Handwerkergilde. Hochachtungsvoll, Eifer Löw, Kontaktpersonen zu Rat der Vier. Okay, ich gehe da jetzt rein. Die eine ist ein Kleriker von Helm. Oder willst du mit ihr reden? Ihr könnt vielleicht eine coole Option kriegen. Also ich überzeug halt die Scheiße aus denen raus. Hallo, Adriele. I'm glad you're here. I clearly lack the power to keep the hag and her hexes away from Mayrina. Die redet mich so an, als ob sie mich kennen würde. Ja, ich habe keine Ahnung.
None. The magic originates from a hag's twisted lair. Of that, I'm sure. But as to its cure, Helm has not revealed it to me. Seitdem die am Ende von Neverwinter Nights Kapitel 1 uns verraten haben und Dateimittel geklaut haben, die Helm-Leute, traue ich ihr denen nicht mehr. You are kind. But I serve Helm. And failing to keep this hex from Mayrina is unforgivable. In both his eyes and mine. Because to a hag, we are but lambs to her slaughter. We are mere toys to be used and broken. Ist Mayrina, wie hießen die, wo wir den Ehemann mit dem Zauberstab wiederbelebt haben? Ja. Ist das die? Ja, gute Frage. Nee. Ist die nicht auch irgendwie so? Nein, nicht die Helmfrau. Die, die verwandelt wurde, Mayrina. Helm's shield. I will not turn my back on her. Helm is on our side. Have faith. Ja, keine Ahnung. Cleddard's soul can stop her magic. Then through. Ha, die labern mich nochmal an. Ich habe jetzt eine richtige Sequenz. An Intruder. Okay. Ja, ich glaube, weil du unsichtbar reingegangen bist. Not let you harm them. Hearken to my words, wicked creature. Return to the pit of evil from whence you came. Ich werde eure Seelen verschlingen. Ra! Ja, bitte. Nee, bitte nicht. Ich gehe aber wieder zwei rein. Ich befinde mich, freut mich. Don't listen. Who knows what spells it weaves around us? Ah, das sind die Aluhüte der Stadt. Helm, protector of all. Oh Gott. Grant me the Nein. power to ignite this creature's flesh and burn its bones to ash. Be gone, monster. Your hag mother holds no power here. Ja, das sind die absoluten Aluhüte. Ja, aber scheinbar haben sie ja recht. Wir wissen ja von der anderen Hexe, dass sie hier eine Schwester hat. Alter Vater. War denn die 2? Ja, ich mag die 2. Ja, nee. Ja, nee, die 1. Wir wollen ja schon. Ich will nicht. Wir haben genug Feinde in der Stadt. Gefühlt alle. Was auch daran, ja. dass wir alle beklauen und alle uns irgendwie aufs Maul geben wollen, aber. Plus 17, Junge. Sagen, mach einfach nicht eine 1 und es ist gut. Wait! Cled smells no lie. Then you speak truth. Danke. You fought a hag before. At ease, everyone. We may have found ourselves an ally. Forgive the paranoia. We're being hunted by a vile and wicked hag. We feared you, her minion. She's already hexed one of us, and any of us could be next. Vielleicht der mit den leuchtenden Augen im Hintergrund. Also, wir halten einfach auch nochmal fest, dass sie sich daran orientieren, was der rote Typ hinter ihnen riecht, ob sie uns glauben oder nicht. Ja. Ist das nicht ein, Hobgoblin-Typ? Größeren Goblin-Boys? Ich überlege gerade, ob es ein Hobgoblin oder ein Bugbear ist. Kann man einen Rechtsklick auf ihn untersuchen. Ja, mach ich gleich. Because we dared to do the impossible. We dared to fight back. You see, all of us here have fallen victim to a hag's vicious ways. But instead of succumbing to despair, we rose above it. Thanks to Mayrina, our leader. Together, we've been helping others who've suffered at the claws of a hag. Only, Mayrina's been hexed by the very hag who now hunts us. Der Typ hinten links mit den Leuchteraugen, der komische Drachenboy, der sieht aus wie dieser Blobfisch. Mayrina? Hä? Ja, genau, ja, sag ich doch, das ist die. You're the one that saved her. The one that ventured to the depths of Ethel's lair. I can hardly believe it. You look so
normal. Na, nicht ganz. By Helm, perhaps there is hope. If anyone can help Mayrina, it's you. She's upstairs. But be warned. She's not as you remember her. Weiß ich nicht, die war schon damals sehr... Ja, sie steht als Schaf hier. Warte, mit Tieren sprechen. Das ist ein Hauptproblem. Hier oben steht doch noch Connor. Unser guter Connor. Ah, der Mann, der hat's mitgeschafft. Ja, ihr Mann. Perfekt. Oh, was? Da hinten steht eine Voodoo-Gruppe. Ja. Yep. Moin, Marina. Was ziehst du für ein langes Gesicht? Meh. Ja, die Voodoo-Puppe, okay. The doll! Find the doll! Ja, da hinten ist eine Voodoo-Puppe mit bösen Ohren. Ja, ich schau die mal raus. Diese Puppe ist irgendwie verdächtig, verflucht. Ich glaube, du draufhauen. Speicher mal. So. Ich habe ja ein bisschen mehr Damage. Ja, sie kriegt den Schaden. Wir machen das einfach so. Ja, noch einmal. Ich habe mich geheilt. Das ist auch okay. So. Wo ist er denn? Ach, da. Ah, perfekt. You removed my hex. Oh. Oh. That's annoying. Oh, ja, I wanted to play a little longer. Ja, ich komm mal runter. Nee, Moment, warum? Du stehst aber hier oben. They want to hurt Auntie. They have the book. I will die before I let anyone touch a hair on her head. Ja, komm schon, schmatz mal nicht so. Too bad. You shall be the dessert to my main course. Ah, ja, okay. Ha! Aha. Jetzt hoch? Ja. Ah, jetzt hat er mich gesehen. Oh, schade, ich werde die Karte noch bekommen. Das ist Yatlo, oder? Ja. Oh ja, jetzt bin ich auf dem Kampf. Ah, er hat ein paar Krebse. Was zur Hölle ist Yatlo? Na, Yatlo ist der Blobfisch. Eine Red Cap. Also, wie stabil ist der Weisheitswürfel plus 1? Ich darf noch nicht mal eine Aktion haben. Ich habe auch keine. Nee, Kronenrettungssuche. Ansteckung, Kronenrettungswurf. Das ist auch irgendwie doof. Dann bleibst du eben beim Klassiker. Might? Ja. Oh, warte mal. Kann ich mir noch heute. Oh, warte, ne. 98% ist gut genug. Nichts machen. Oh, what the fuck? Angst so? Ja. Es tut mir leid.
Warte. Ich hoffe. Echt jetzt? Ja. Warum? Weil. Warum? Keiner wirklich auf dem Loch steht. Hä? Da, nein, das ist eine große Platte, die geht bis zu dir. Und sie ist kaputt. Nicht. Und es war aber so angezeigt. Ah, ich überlebe das hier nicht. Einer überlebt das. Der Ehemann wird auch gleich sterben. War schlecht. Weil die alle kontinuierlich 14 Schaden machen. Wir müssen Yatlo umbringen. Ich hoffe, dass dann die ganzen Krabben verschwinden. Hm. Mal sind die gegen irgendwas anfällig? So mit. Ja. Nö. Haben sie leider noch da. Ich glaube nicht, dass Marinia das überlebt. Ja, außer du machst ihn weg. Boah, Alter. Sind halt nicht genug. Junge, 99% sind nicht genug. Wird trotzdem nicht treffen. Ich hab so nix getroffen, unsere Klerikerin. Ne, geh mal nicht drauf. Kurz. Wie viele Leute kann ich damit? Und ich glaube, du musst sie sehen, oder? Hm. Doof. Nur so, ich glaube, laut Spiel ist die Bodenplatte, die ich kaputt gehauen habe, auch kaputt, weil ich kann Dinge dadurch anwählen. Ja, ja, ich konnte auch nicht drüber gehen, sondern. Ziel außer Sichtweite. Hey, Adrielle kann ich. Ja, das ist schon mal besser als nichts. Hier ist nämlich bei 5 Leben. Ah, okay, ich darf nicht mehr als eine Ladung auf ein gegebenes Ziel machen. Schade, ich hätte gerne zwei Heilungen abgegeben. Dann kriegst du auf jeden Fall eine. Na gut. Habe ich mich selber jetzt auch angewählt?
Nett. Massenheilung. So. Ja, die Alte wird es wahrscheinlich direkt im nächsten Zug versauen, weil sie angreift. Du wolltest zeitig kümmern. Ja. Ja, nee, kannst vergessen. Ja, die Alte wird es verhauen. Ohne Ende. Well. Sie kritzelt. Macht allen Schaden. Oh. Breathe deep and move. Hast du Krach gemacht, den Badabum, ey. Bibbidi babbidi boo. Bibbidi babbidi boo und der Pfeil bist du. Ich glaube, du warst mein Sch- Das waren gerade sehr viele Zahlen auf einmal. Das meiste waren aber Möbel. Trotzdem waren das sehr viele Zahlen auf einmal. Das hat mich fast an Raid Fights erinnert. Raid, ich sehe den Gegner vor lauter. Nein, nein, bitte nicht. So, das heißt, die haben wir. Kann man jetzt noch. Hier oben ist eine über der Treppe. Und die zwei, ja. Dieser Moment, wenn man 200-300 Trash Mobs zusammenzieht und dann den Blizzard reincastet. Castest Blizzard da rein? Sexismus in Filmform? Yes. Kannst du nicht da rein jeden? Nee, weil das ist zu hoch. Ja, das ist ja der Sinn davon. Aber meistens geht das doch dann an irgendeinem Punkt. Blockiert, Weg ist unterbrochen. Ich will dich ja dahin wegwerfen. Och Mann. Ich kann dich auch einfach runter auf die Straße schmeißen, oh, haben alle was davon. Da unten ist eine Höhle. Alter, wenn beim Kampf gegen Gortash ganz viele von seinen Wächtern da sind, können wir echt mal die Metallflasche in die Menge werfen. Oh ja. Ich warte schon lange auf eine Gelegenheit, die einzusetzen. Ach, ja, lässt er mich nicht anwählen. Ich darf sie nicht runterschmeißen, weil das Game behindert ist. Wirf's mir am Kopf. Bitte. Ich dachte, er hat 400 Leben, aber ich habe aus Versehen immer auf dir gehalten. Ich finde es auch schön, wie Snow exakt 100 Leben hat. Ja. Du hast doch nicht einen Angriff getroffen, du. Das ist eine Klerikerin, die treffen nichts. Nein, 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 nicht umbringen. Ach, sehr gut. And just like that, I dropped in. Hello. Ah, der hat hier noch 6 Leben. Dann muss ich ihm vielleicht nicht meinen Lord and Savior Smite vorstellen. Ja, ich dachte immer.
Mit Ü, immer. Das waren 21. Der Rettungswurf ist fehlgeschlagen. Zu abwechseln konnte man ja auch mal einen Donner, das sind ja Strecken benutzen. Wow. Genauso unnötig wie die Klerikerin. Das ist auch eine Sache, die ich ein bisschen schade finde, dass man hier keine Smites stacken kann. Weil mit zwei Level 5er Slots, donnernde Smites und ein göttliches Smites aus dem Self heraus. Ja. Warum ich? Alter. Heilin! Warte. Ah, nee. Doch, er macht Blutung. Er hat Blutung. Das macht keinen Schaden. Doch? Nein. Doch! Es steht in der Beschreibung. Hä? Warum mach ich, wenn ich dann dem Ziel Bluten verschaffe? Macht zwei Schaden. Er hat klaffende Wunden mache ich. Ich mach nicht Bluten. Ja, ist okay. Sorry. Doch. This is all my fault. Mayrina was hexed mere days after the Dragonborn joined us. Why didn't I see it? Weil du blind bist und nichts triffst. That's no excuse. I know what they're like. Yet still, I welcomed the Dragonborn with open arms. Mayrina was right about you. Thank you for saving her when I couldn't. Ich meine, ich bin die Treppe hochgegangen, das erste, was ich gesehen habe. Oh, Voodoo-Puppe. Ja. How are you feeling, Connor? Same as usual. That's. I guess. Ich liebe that sie. Lying, thieving, scaly little shit. Aber Maugrin, sie ist verheiratet. That makes twice you've saved me. I'm starting to think you're my guardian angel. Ja, lass uns heiraten. Da fallen Bücher von. Okay. Ihr Vater ein niedliches. Thanks. But my mouth tastes like mutton. And I'm itching in hard to reach places. I'm gonna make the witch that did this pay. And I have the means to do it. What? This group is made of survivors. People like me who've been hurt by hags. I brought them together to fight back. We tracked a hag to the city, but lost her trail. Right after she snatched a little girl. None. Her mother has no idea of what she's up against. Poor woman thinks the fist will be able to help her. The moment I started investigating the missing girl, I felt the hag's eye on me. Next thing, I was sprouting wool and bleating up a storm. When someone tells you, day in, day out, that you'd be a useless mother, well, you start to believe it. Who knows what she's done to this woman? Look, I know you're busy with big time heroics, but we need. Wenn wir langsam aus dem Haus raus, hier fallen die ganze Zeit irgendwo Holz runter. And her mother is the best lead we've got. Thank you. With you at our side, that hag won't know what hit her. Das hört sich an, als ob das Haus einstürzt. I've done my homework on hags since we last tangled with Ethel. Take whatever you need. I know it by heart anyway. Hat jemand Versorger gefunden? Laura was knocking about Basilisk Gate at the Flaming Fist's headquarters. Ja. Good luck. Toll. Die uns so lieb haben.
Ah, das ist so, als wir das...